Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einer Folge von American Truck Simulator. Ich habe euch ja bereits schon in ETS 2 gewarnt, dass wir einen neuen Spielstand haben, beziehungsweise ein neues Spiel anfangen müssen. Und ja, das tut mir sehr, sehr leid. Wir müssen das jetzt tatsächlich tun. Ich habe alles versucht, jetzt dagegen anzukämpfen. Hab versucht, es aus der Steam Cloud herunterzuladen. Es hat alles nicht funktioniert. Der Spielstand war komplett hinüber. Ja, so ist es leider. Und deswegen müssen wir uns jetzt ja leider mit einem neuen Spielstand vergnügen. Diesmal habe ich auch einen anderen LKW genommen, nämlich den Kenworth T680, weil der einfach viel schöner ist. Nein, weil es halt einfach so ist. Und ja, da würde ich sagen, wir drücken jetzt auf Fahren. Ich habe alles schon eingestellt. Und wir müssen halt jetzt nur nach ganz stinknormal fahren, wie bei dem ETS. Grafik habe ich jetzt auch wieder ein bisschen höher gestellt. Die war jetzt gerade auf wirklich aufs Minimum eingestellt. Oh, shit. Ja, also... Naja, ist halt so, weil halt mein Rechner so auch jetzt nicht mehr der leistungsstärkste ist, logischerweise. Also 47 FPS hier sind gerade doch schon recht wenig. Gefühlt läuft das auch ruckeliger als der ETS 2. Aber was soll's. Vielleicht werde ich demnächst auch wieder über Share aufnehmen können von Nvidia. Wie gesagt, das funktioniert ja aktuell nicht so... super. Das funktioniert ja aktuell nicht so wirklich gut, weil ich das Mikrofon nicht aufnehmen konnte. Warum auch immer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt mittlerweile anders ist. Aber ja, das muss man halt alles noch austesten. Das muss ich halt alles noch austesten. Oh, weil ich halt wirklich so jetzt... keinerlei Ahnung habe, wieso, weshalb, warum das so gewesen ist. Es wurde mir jetzt auch nichts weiter angezeigt dafür, also das heißt keine Fehlermeldung oder sonst irgendwas. Es ging halt einfach nicht. Ich habe es versucht. Ich habe fast alles versucht gehabt, was ich machen konnte. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Es sollte halt einfach so nicht sein. Und da habe ich mir dann natürlich am Ende gedacht, ne, mach mal nicht weiter, hören wir auf. So, wir gehen jetzt hier rein und wählen erstmal das einfache Parken aus. In der Hoffnung, dass wir das am einfachsten hinbekommen. So, überspringen, den Ladevorgang möchte ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch noch Mods. Komm hier rein. Na komm, mein Freund. Na put, 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 put. wie gesagt, ich habe auch noch einiges an Mods installiert, die ich jetzt aber noch nicht aktiviert habe, damit ich nicht schon wieder das Tutorial durchspielen muss. So wie, warum hat es nicht geklappt? Ja, natürlich, das ging jetzt gerade, ach Mann ey. Damit ich nicht das Tutorial wieder spielen muss. Wobei ich das Tutorial hier tatsächlich noch nie gespielt habe. Aber das wird kein anderes sein wie bei ETS. Und daher ja. So. Und da haben wir das erste Mal sogar schon geschafft. Wow. 16 EP. Ja, das ist halt bei dem hier ziemlich wenig tatsächlich. Und dass wir halt wirklich so wenig XP bekommen, dass wir halt wirklich sehr, sehr lange brauchen, um halt wirklich aufzusteigen. Das ist beim American Truck Simulator leider wirklich so. Aber hindert nichts daran, dass sich der American Truck Simulator aller zwei Tage mit dem Euro Truck Simulator natürlich abwechseln wird. So, und das nenne ich jetzt auch auf. Name. Gehe ich auf Speichern, da gehe ich auf Profile, gehe auf Ja.
Geh auf. Was möchtest du in das Spiel automatisch nach Spielupdates zulassen? Okay. Jetzt werde ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ja, und da sind wir tatsächlich schon wieder. Ja, einfach wunderschön, würde ich sagen. Ach, Menschenskinder, es ist schon eine schwere Geburt, da jetzt tatsächlich alles zu schaffen. Ich habe jetzt noch ein bisschen mein Mikrofon auch noch ein bisschen umgestellt. Das heißt, es ist alles ein bisschen komplizierter. Eventuell wird man mich ab und zu mal gar nicht hören oder halt so, ja, so ganz komisch hören. Ich bin noch dabei, das Ganze richtig einzustellen. Das ist aktuell leider noch nicht der Fall, aber ich denke mal, das wird in den nächsten Folgen gut und gerne passieren, dass wir das auch durchaus schaffen. Das ist nämlich mein Ziel, dass wir das halt alles ohne Probleme auch hinbekommen. Wäre ja blöd, wenn ich das jetzt mache und dann eventuell wirklich bloß Blödsinn rauskommt. Aber die ersten zwei, drei Folgen werden halt leider damit, ich sag jetzt mal, okay, die ersten zwei, drei Male werden damit halt leider Gottes noch verschwendet werden. Tut mir schrecklich leid, aber ich denke mal, das wird sich dann halt später auch wieder relativieren. Hoffe ich zumindest. Wenn das Ganze, wie gesagt, ein bisschen leckt oder so, dann tut mir das auch schrecklich leid. Ich versuche das Ganze jetzt auch noch besser hinzubekommen und ich denke mal, wir gemeinsam werden das auf jeden Fall. Okay. Wir werden das auf jeden Fall gemeinsam auch hinbekommen, dass es halt alles ganz ohne Probleme klappt. Diese Einstellung hier ist halt dafür da, dass wenn ich wirklich mal ein bisschen lauter atme, was halt durchaus passiert, dass man das halt nicht hört. Aktuell ist es ja so immer gewesen, man hat es halt immer gehört irgendwie. Okay, das mit den Bremsen muss ich vielleicht wieder rausnehmen, die Mod. Und das ist halt wirklich. Upsala. Das ist halt wirklich absolut nicht schön, sage ich jetzt mal. Unfall, weißt du, der fällt in mich rein und ich habe einen Unfall verursacht. Sag mal, Leute. Ja. Ich werde es. Ach, Menschenskinder, die Bremse ist viel zu hart eingestellt hier. So. Ihr seht auch noch eine Mod, dass halt der Verkehr deutlich, deutlich vermehrt ist. Oh shit. Die Bremsen sind halt noch nicht richtig eingestellt, beziehungsweise muss ich halt wirklich alles noch ordentlich einstellen, weil das halt tatsächlich durch die Mod jetzt gerade ein bisschen verschlechtert worden ist. Das mache ich jetzt nach der Fahrt. Ich soll da jetzt nicht unbedingt so oft bremsen, denke ich. Dass ich jetzt. Das ist der Wahnsinn, ey. Heilige Mist. Ja, das ist halt ein bisschen besser, dann das Bremsgefühl ist. So, wie gesagt, ich habe noch eine Mod eingefügt, die viel, viel, viel mehr Verkehr einfügt. Wo ich halt sagen muss, ja, das ist doch eigentlich vollkommen in Ordnung. Ne? Und naja, deswegen denke ich auch mal, dass wir das ganz ohne Probleme hinbekommen. Ja, die erste Folge wird ein bisschen länger. Also es wird jetzt ungefähr 20 Minuten dauern, denke ich. Weil wir jetzt schon bei 11 Minuten sind. Das heißt, die Fahrt jetzt an sich dauert noch 20 Minuten, denke ich. Aber ich denke mal, das bekommen wir alles ganz ohne Probleme hin. Ganz mit gutem Gefühl. Wie es aufnahmetechnisch aussieht, ob es halt leckt oder so, weiß ich nicht. Das kann ich tatsächlich erst danach anschauen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, drei Aufnahmen bzw. drei Folgen halt aufzunehmen insgesamt. Damit ich dann sechs habe, damit ich dann halt einen kleinen Vorsprung habe. Ja, ich denke mal, das bekommen wir ganz ohne Probleme hin irgendwie. Dass es halt alles auch ordentlich natürlich wirkt. So, Licht muss immer sein. Das ist nun mal in Amerika so, dass man halt tagsüber auch meistens mit Licht fährt. Beziehungsweise habe ich das schon sehr, sehr oft in Filmen auch gesehen, beziehungsweise allgemein halt gesehen, dass sie tagsüber tatsächlich mit Licht fahren.
In der Realität noch nicht, weil ich noch nie da war. Aber naja, das passt schon. So. Dass die zwischendurch hier anhalten, ist natürlich auch doof. Das liegt aber halt daran, dass es halt so eingestellt ist, dass hier halt natürlich auch sowas wie Staus halt wirklich auch entstehen, Unfälle passieren und sowas. Ja, müssen wir halt einfach mal schauen, wie sich das verhält. Mal gucken, wie das wirklich im Großen und Ganzen tatsächlich ist. Oh, dieses Stehenbleiben. Ich muss diese Mod rausnehmen, dringend. Wirklich dringend muss ich diese blöde Mod rausnehmen. Das ist so zum Brechen. Komm, wir machen das jetzt nochmal schnell. Wir machen jetzt schnell diese blöde Mod raus. Zusammen, genau. Speichern, ja, weil das sonst nämlich Probleme macht wahrscheinlich. So, gehen wir hier in Mod Manager und gehen hier auf das oder auf dem hier oder sind das Breaking Sounds, Airbreak Sounds. Machen wir mal weg und die machen wir mal weg und dann haben wir die halt hier alles drinne. Hier seht ihr das ja, wir haben hier viele, 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 viele Mods. Die werde ich zum gegebenen Zeitpunkt alle auch in der Videobeschreibung einfügen, aber wie gesagt, das muss halt alles zu einem gegebenen Zeitpunkt natürlich noch kommen. Das kann ich halt jetzt tatsächlich so nicht machen. Wenn das mit den Wenn das Ganze passt mit den Sounds, dass es halt nicht so Probleme macht, dass es halt mal leiser wird oder mal lauter, dann werde ich das halt auch so beibehalten. Es könnte natürlich sein, dass ich noch ein bisschen was an meinem Setup verändern muss, sprich, dass ich halt einen neuen Mikrofonarm brauche, den ich halt an meinen Tisch befestige, sodass ich halt das Mikrofon immer näher an meinen Mund halten kann, so wie es halt jetzt gerade ist. Ich bin allerdings auch ohne Popschutz dran, das heißt, das hört ihr auf jeden Fall deutlich besser oder halt deutlich schlimmer. Und ja. Hä, der bremst immer noch so hart. Moment, das muss ich vielleicht mal in den regulären Einstellungen einstellen. Gameplay, Moment, es juckt gerade. Mein Arm juckt gerade, das ist natürlich währenddessen immer sehr schön. Bremsstärke der Bremsen mal ein bisschen runterstellen. Auflegerstabilität machen wir einfach mal ganz hoch. Passt einfach. Das sollte eigentlich auch nichts passieren. So, Stärke der Bremsen mal ein bisschen runterstellen, weil das war jetzt gerade doch schon ein bisschen hier, ne? Also, wow. Ich bin gerade über was drüber gefahren anscheinend. Nein, ich bin wahrscheinlich dadurch, dass ich das mit den Bremsen umgestellt habe. Ja, hat sich das wahrscheinlich verändert. Das Einzige, was es dann noch sein können, die realistische Physikmod, die das halt wirklich alles beeinträchtigt. Aber das kann ich mir so, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht vorstellen. Aber ja, gut. Man weiß halt nie, muss ich sagen, ne? Ich finde es ja wirklich ganz gut mit dem Verschließen und sowas, dass es halt wirklich so ist, dass es halt, wenn ich ruhig bin, auch wirklich ruhig ist. Bisher war es halt so, dass man dann trotzdem noch die Nebengeräusche gehört hat, beziehungsweise auch noch ja, mein Atmen zwischendurch. Und das hört man halt hier dank dem guten Tipp, den ich auch tatsächlich bekommen habe, nicht mehr. Und naja. Deswegen finde ich das doch eigentlich schon ganz gut, aber wie gesagt, das muss halt noch ein bisschen besser eingestellt werden, sage ich jetzt mal, damit man halt hier wirklich ohne Probleme irgendwas machen kann. So, hier ist anscheinend ein größerer Stau jetzt, ja, was bin ich denn, was sind wir denn jetzt, auf was für eine Autobahn sind wir denn jetzt, weiß ich gar nicht. Wenn sich der Stau nicht auflöst, dann haben wir ein kleines Problemchen, aber so ist es halt. Wir sind jetzt hier auf der Route. Was für eine Autobahn sind wir denn jetzt hier? Das muss doch hier auch irgendwo dastehen, theoretisch.
Nee, 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 das steht nirgendwo dran, auf was für eine Autobahn wir jetzt hier sind. Ne, das ist typisch ATS. Typisch ATS. Wunderschön. Ja, normalerweise müsste das sich hier auch noch auf der Spur stauen, aber wie gesagt, das macht's irgendwie nicht. So. Wir müssen halt auch mal vorankommen und deswegen geht das nicht, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit okay. Also das sind diese Dinger, das bringt die Mod hervor. Ich weiß gar nicht, auf was ist denn das eigentlich bei ETS eingestellt, die Bremse? Das frage ich mich jetzt gerade schon. Weiß er, wie gesagt, aktuell die gesamte Zeit diese großen Probleme gibt mit dem Bremsen hier. Das ist halt wirklich so, ich drücke nur ganz sanft auf die Bremse und der ist hier praktisch schon von 75 auf 0. Oder von 175 auf 0, weißt du? Und das ist halt so garantiert nicht gewollt und so auch nicht normal. Und deswegen frage ich mich halt schon, ja. Beziehungsweise es war ja vorher damals auch anders und alles. Was jetzt hier irgendwie verstellt worden ist oder allgemein halt, was gerade anders ist. Ich persönlich weiß es leider nicht, weil ich nichts verstellt habe. Das meine ich, weißt du, wir sind jetzt hier gerade gebremst und wir sind von 45 auf 0 runter, ja. Und das ist ja schon absolut unnormal, sage ich jetzt mal. Ich meine, es ist natürlich auch schön, dass er so bremst, aber das ist halt einfach nicht normal. Ich werde jetzt nochmal was versuchen. Es wird eine kleine Spezialfolge, die deutlich länger geht als normal, diese Physik-Mod rauszunehmen. Ich hoffe, dass die den Auftrag dann nicht abbrechen lässt. Kann natürlich durchaus passieren. Oh, jetzt war ich gerade ziemlich laut. Verdammt. Ich habe jetzt hier aber auch nichts anderes drin, was es natürlich sein könnte, ja. Also wirklich habe ich hier nichts. Ich habe das hier drin, das Meatballs Traffic Mod, das halt wirklich den KI-Verkehr ein bisschen verbessern soll, beziehungsweise halt, ja, man kann schon sagen, verschlimmern soll. Aber sonst habe ich hier dafür jetzt gar nichts drin, was die Bremsen irgendwie beeinträchtigen könnte. Das hier schon, ja, das muss man wirklich sagen, könnte auch ein Grund sein dafür, aber dürfte im Normalfall auch nicht. Wenn ich mal manchmal ein bisschen übersteuern tue, dann tut es mir leid. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch in der Erfindungsphase bzw. in der Einstellungsphase und da könnte das natürlich durchaus öfters auch mal vorkommen. Ja, natürlich. Das passiert öfters. Das ist so. Ist normal, dass es jetzt auf einmal anfängt zu regnen dann. Also kennt man nicht anders. Und dann auch noch gewittern, ja. So ganz plötzlich. Das ist so ein amerikanischer Tropensturm, der so ganz plötzlich innerhalb von Millisekunden aufzieht, was du schon gar nicht mehr merkst. Ja. Also wie gesagt, auch in der Aufnahme sieht das jetzt nicht hundertprozentig flüssig aus. Ja, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe jetzt gerade auch nur 36 FPS. Das wird sich alles aber auch in Zukunft ändern. Ich versuche demnächst wieder. Der Bremse auch noch so beschissen. Also daran kann es auch nicht liegen. Ich habe keine Ahnung, was die Mods jetzt verstellt haben. Boah, die Scheibenwischer-Sounds klingen cool. Ja, jetzt wird es nämlich langsam hier ein bisschen eng. Nee, also. Ich bin jetzt auch noch gegen den LKW hier hinter mir gefahren. Das ist auch super. Ich habe aber keinen Frachtschaden, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, das ist halt alles. Aber wenn ich jetzt sage, okay, komm, pass auf, wir gehen hier nochmal in die Einstellungen ins Gameplay. Scrollen noch nochmal runter. Und tun die das hier noch ein Stück runterstellen, dann habe ich wahrscheinlich gar kein Bremskraftverhalten mehr, ne? Können wir leider erst beim nächsten Mal ausprobieren.
doch immer noch so stark. Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt daran falsch? Also ich weiß es gerade echt nicht, was hier gerade so das größere Problem ist, sage ich jetzt mal. Weißt du so, ich habe ganz, wirklich ganz sanft meinen Trigger reingedrückt und ich bremse von 30 auf 15 runter, ja, die Hälfte. Das ist nicht normal. Ja, ich habe jetzt gerade nur noch 24 FPS, also es geht jetzt gerade doch steil bergab. Wird sich aber sicherlich gleich wieder ein bisschen verbessern. 25 Meilen kommen mir so langsam vor. ja. Wie gesagt, zur nächsten Aufnahmesession werde ich dann auch wieder ein bisschen bessere FPS haben, weil ich dann definitiv auch wieder mit Shadow aufnehme. Dann werde ich halt versuchen müssen, mit Outer City das aufzunehmen noch. Dass ich halt wirklich auch Anhaltspunkte habe, weil ich meine, 25 FPS bei einer CPU-Auslastung von 4% ist schon recht traurig, ja. So, diese Bremse war jetzt gerade relativ gut, dass ich halt jetzt gerade bremsen konnte. Aber die sind halt in. Natürlich komme ich jetzt gerade gegen den blöden Mann da. Aber das ist halt absolut nicht komfortabel und nicht normal. Und naja. Keine Ahnung, was jetzt hier schon wieder los ist. Ja, und die FPS sinken natürlich auch noch weiter, ne? So, jetzt musste ich gerade auch noch kurz niesen. Da musste ich mich leider muten, weil das wäre wahrscheinlich auch für die Schließung zu laut gewesen oder hättet ihr das vollkommen gehört? Ja, da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz niesen. 20 FPS, natürlich! So gehe ich jetzt hier wieder hier raus, habe ich wenigstens wieder 27, aber das ist halt. Boah, diese Bremse, keine Ahnung, was mit der los ist. Keine Ahnung, ob ich die halt irgendwie kaputt. Okay, jetzt fängt auf einmal wieder an, das. Das Wetter hier weiß auf jeden Fall schon mal, was es will. Das ist schon mal positiv. Alter. So, jetzt muss ich hier runter, genau. Jetzt habe ich wieder schlechtere FPS. Das wird sich sicher auch in der nächsten Aufnahme, wie gesagt, ändern. Es tut mir schrecklich leid. Ich kann jetzt gerade aber leider nichts daran ändern. Außer natürlich die Einstellungen runterschrauben. Aber dann sieht das Spiel wieder so blöd aus und das möchte ich natürlich nicht. Das ist halt das Problem, wenn man wirklich bloß mit einem Rechner halt aufnimmt, ja. Die gesamte Last von der, also das, ich berechne ja über die Grafikkarte. Die gesamte Last geht halt irgendwann halt einfach nur runter und das ist halt wirklich schon wieder viel zu langsam. Schnell, meinte ich. Viel zu schnell. Ach, warum mache ich denn hier eigentlich Warnblinker an? Das braucht man hier nicht. Wir sind hier nicht in Deutschland, wo man die Warnblinke immer anmachen muss. Oder fast immer zumindest. So. Sollte ich mal zwischendurch ans Mikrofon rankommen, dann tut mir das natürlich schrecklich leid. Sollte ich auch ein bisschen zu laut sein, dann tut mir das auch leid. Ich, wie gesagt, nochmal, ich versuche gerade alles einzustellen, weil das halt jetzt eine sehr viel längere Folge wird auf einmal. So, das meine ich, weißt du, ich bremse hier ab. Ich habe jetzt gerade gebremst und bin jetzt schon wieder von 30 auf 0. Was ist so? Ich habe jetzt gerade wirklich Millisekunde gebremst und ich war auf einmal auf null, ja, wirklich komplett für den Hund dieses. Warum scroll? Wie? Was? Okay. Also ich scroll gerade auch noch hier bei YouTube runter, wenn ich jetzt. Nee, ich scroll tatsächlich auf YouTube. Hä? Lol.
Wenn ich hier drüben bin. Hä? Okay, das ist ein bisschen. Ja, okay, das war jetzt gerade sehr merkwürdig. Boah, nee, vergiss es. Ganz ehrlich, vergiss es. Ich habe darauf keine Lust. Entweder ist die Mod wieder drinne. Die eine, die ich versucht habe rauszunehmen, weil ich nicht auf Änderungen übernehmen gegangen bin. Oder ich habe keine Ahnung. Also. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht noch mehr ändern. Das geht halt einfach nicht. Ja, ich weiß, das wird eine sehr lange Folge. Tut mir auch leid. Normalerweise würde ich das nicht machen. Aber mich nervt das mit den Bremsen gerade, weil das wirklich extrem blöd ist. Ja, aber ich habe hier echt keine Ahnung, was ich hier noch rausnehmen soll. Ja, das ist nun mal so. Das ist sehr komisch. Ich habe hier nichts, was das Bremsverhalten in irgendeiner Art und Weise verändern könnte. Also wirklich stark verändern könnte. Die ganzen Mods hier sind raus. Und daher, ich weiß es echt nicht. Ich finde es ein bisschen blöd tatsächlich, weil ich halt, ja, dadurch eigentlich alles Mögliche verliere gerade. Dieses Firmenlogo habe ich übrigens nicht ausgewählt. Das kommt durch eine Mod hinzu. Möchte ich dazu noch sagen. Nee, ist immer noch so. Ich bremse immer noch wie so ein kleiner Walross. Ach. Müssen wir halt schauen. Ich muss mich halt mal irgendwie informieren, ob das vielleicht jetzt daran liegt, dass ich das nochmal neu installieren muss. Das musste ich beim ETS zum Beispiel auch. Da hatte ich ein großes Problem, dass die Lenkräder gefehlt haben. Müssen wir jetzt tatsächlich schauen, ob sich das irgendwie häuft, ob das bei anderen LKWs so auftritt. Weil wenn nämlich nicht, dann kann ich alles normal machen. Wenn doch, naja, dann ist doof. Ha, ha. Dieser rote SUV hinter mir. Ha, ha. Das war wohl ein Satz daneben. Ach ne, ein Satz mit X. Also so wie ich da sitze, ist es recht ungemütlich für mich. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt weiter weggehe, muss ich lauter reden. Und ich kann halt um diese Uhrzeit, sprich um 1.48 Uhr, 1.50 Uhr, nicht lauter reden. Das ist einfach nicht drinne hier. Das Problem ist, ich muss es jetzt so spät aufnehmen, weil ich halt wirklich die gesamte Zeit schon ja, versucht habe, Dinge zu verbessern, neue Dinge herauszufinden ebenfalls und so weiter und so fort. Ja, muss ich halt demnächst auch mal ein bisschen ja, später schlafen gehen. Das Ganze halt jetzt auch noch irgendwo logischerweise. Moment. Okay, das Ganze logischerweise jetzt auch noch, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Tut mir leid. Oh mein Gott. So, das Bremsen hat jetzt gut funktioniert, von 75 auf 48 runter. Also wirklich, ich könnte jetzt die gesamte Zeit Vollgas fahren und wenn die da vorne bremsen, muss ich halt jetzt anfangen zu bremsen, damit das halt, naja, damit ich halt trotzdem noch 20 Meter davor zum Stehen komme. Ja, toll. Oder man macht das halt so oder es ist halt genau dafür gedacht, logischerweise. Nee, 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 ich fahre wie so eine gesenkte Sau manchmal. Boah, es ist schon wieder so ein Unterschied zu ETS, ja, ganz ehrlich, das ist so ein enormer Unterschied. Alleine die Bremsen halt an sich, wie gesagt, gerade. Aber das Fahrgefühl hier, ja, mit der riesengroßen Schnauze, um Kurven zu kommen. Menschenskinder hier. Mit den Bremsen regt mich auf. Ich hoffe, das ist mit dem nächsten LKW wieder besser.
Okay, das war jetzt relativ gut, die Bremse, aber wie gesagt, das ist halt wirklich, ne? Boah, ja, ernsthaft jetzt? Was, die Bremse ist so von 100 auf 0 in 30 Sekunden oder was? Ich werde das jetzt, sorry. Also da habe ich das, nee, das macht, nein, nein. So 198 RP, das ist okay. Ja. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf Anwenden, würde ich sagen. Und ja, dann haben wir das jetzt tatsächlich geschafft. Die erste Folge ist jetzt bei 33 Minuten vorbei. Vielleicht mache ich auch zwei draus. Werd mal sehen. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, bis dahin, euer Labiton X.